herzlich dafür bedanken, dass Sie hier bei uns sind. Sie haben mit Ihrer Wahl, mit dem Finanzieren eines Tisches Freunde einladen können und uns haben Sie damit geholfen, große Projekte für das Wiener Rote Kreuz zu verwirklichen. Ich darf Sie namens des Wiener Bürgermeisters, der ja noch Amtsgeschäfte zu erledigen hat, er muss arbeiten, ich darf mit Ihnen feiern, aber er wird nachher beim Ball auch mit dabei sein, der heute hier eingeladen hat für dieses Charity-Dinner. Und wir wissen, all das Geld, das heute zusammenkommt, ist für Projekte, vor allem für Kinder auch gewidmet. Und das ist gut so. Unsere Kinder brauchen unsere ganze Zuwendung und manche brauchen noch viel mehr. Und das soll auch für heute Abend sein. Nun, lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und Mahlzeit. Also ich bin zurzeit bei sehr vielen Charity-Veranstaltungen, weil eben, ich finde es einfach total super, eben, dass das eben für einen guten Zweck ist. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich die Botschafterin für das Kinderprojekt sein möchte. Und dann habe ich gesagt, ja sofort, ich habe Kinder total gern. Und ich bin total gefreut, dass ich da heute singen habe dürfen, eben weil es für einen guten Zweck ist. Give me the sound.
große Überraschung, dass das Wiener Rote Kreuz auch einen Ball macht. Und dann natürlich habe ich das sehr gerne übernommen. Und ich glaube, das ist schon wirklich eine Organisation, die man unterstützen muss unbedingt. Vor allen Dingen viele freiwillige Helfer haben sie. Und das darf man nicht vergessen. Das Rote Kreuz, alles Humanitäre, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und auch wir als Tierschutzorganisation, wir kümmern uns ja auch eigentlich um Lebewesen. Es geht bei uns um Lebewesen auf vier Beinen, beim Roten Kreuz um Lebewesen auf zwei Beinen. Aber alle zusammen haben wir Beine und alles zusammen brauchen wir Hilfe. Und das ist toll hier, dass das Rote Kreuz diesen Ball veranstaltet und darum sind auch wir als vier Pfoten gerne dabei. Das Rote Kreuz ist ja schon über 150 Jahre alt. Das Wiener Rote Kreuz ist jetzt 50 Jahre alt und feiert den ersten Ball. Vier Pfoten ist jetzt bald vom 25-jährigen Bestehen und ich glaube, es wird auch für uns der richtige Zeitpunkt ist kommen, einen Ball zu machen. Viele Damen hier tragen heute auch meine Arbeit. Was ist mir eigentlich wichtig ist, das Thema Rettung, Rotes Kreuz. Weil das ist eigentlich für uns, Rotes Kreuz ist spielt eine richtige, wichtige Rolle, unser Leben oder unser Traum. Weil viele von uns wollen ja ein schönes Leben haben, ein gesundes Leben haben. Aber immer wieder im Leben passiert uns irgendwas und stellt uns mal einfach vor, es wäre die Rettung gar nicht da. Rotes Kreuz existiert nicht. Und deswegen ist es mir wichtig. Und ich finde der Ball generell heute auch sehr schön. Und es ist auch 50 Jahre Wiener Rotes Kreuz. Für mich ist auch eine Ehre, etwas dazu beizutragen. Ich dürfte hier ein Shirt für Kinder kreieren. Dieser Shirt soll auch ein Zeichen geben, dass viele Jugendlichen Bewusstsein, die Liebe für Mitmenschen da sein. Das bedeutet eben immer Bereitschaft sein. Ich weiß, sie braucht ihre Drinks.